hinter uns, der Bürgerverein feiert seinen 90. Geburtstag. Da sind wir sehr stolz drauf. Und am Sonntag die Veranstaltung hier in unserem Festzelt war hervorragend. Wir waren sehr zufrieden, dass die Mitglieder gekommen sind, die eingeladen waren. Und alle Leute waren begeistert. Wie kann der Bürgerverein so was machen? Dazu gehört ein Team, der gesamte Vorstand, da gehören die Helfer zu, da gehören alle zu, die gute Ideen haben. Und da sind wir sehr stolz drauf. Lassen Sie mir aber eins vielleicht vorab sagen. Als erstes möchte ich begrüßen unser amtierendes Vorschulkönigspaar Claudia und Alfred Meyer. Und wie das bei diesen Dingen so ist, meine Damen und Herren, man muss ja immer wieder das Wort, was man nicht vergessen sollte, Danke sagen. Danke erstmal an das Team der ehemaligen deutschen Königinnen für heute Nachmittag hier, wie in jedem anderen wunderschönen Restaurant, Kuchen und Kaffeeparty, meine Damen, herzlichen Dank. Und denkt über den Bürgerverein nach, was in 90 Jahren sich getan hat. Es ist schon hervorragend, wie viele Vorstände hier tätig waren, wie viele Leute dafür gesorgt haben, dass es diesen Verein gibt und dass dieser Verein auch erhalten wird. Ich habe mir das vor einigen Monaten anhören müssen bei der AG, bei dem Verein Aktionsgemeinschaft der Wisterer Heimat- und Bürgervereine, die alle sehr stolz sind, dass wir, der Bürgerverein Ortbach, dort Mitglied ist und die so etwas nicht aus allen Vereinen kennen, eine solche Aktivität und ein solcher Zusammenhalt. Und das ist das Schöne, das uns so auszeichnet, dass wir nicht nur einmal im Jahr ein Dankfest feiern, sondern wir machen von Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres alles, was eben sein kann, was wir machen können, was auch vernünftig und finanziell ordentlich über die Bühne zu bringen ist. Ob das die Kämpfenreinigung ist, ob das der Tanz in den Mai ist, ob das der heutige Tag ist, ob das der Radfahrtag ist, ob das das Erntedankfest ist, aber auch, meine Damen und Herren, das erwähne ich oft genug, der Volkstrauertag ist. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass auf einem solchen Tag einige Bürger mehr gekommen würden. Auch solche Dinge, die man da erwähnt, dürfen nicht vergessen werden. Und wir müssen immer wieder an diese Dinge zurückkommen. Also das sind die Aktivitäten in hoher Form, die ich Ihnen gerne erzählen wollte. Ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstandes viel Spaß am Nachmittag. Komisch, wenn du kommst, sind wir fertig, ne? Das war ein Auftrag von der Ande. Ja, ich glaube, jetzt die Luft, ja. Erstmal gut. Ist online. Mein Tiroler Land.
Axt vom Berg und stolz und hoch erhoben. Dein Koffer wartet schon im Flur, du lässt mich allein. Lass dein Leben, wird sich schon.